Hey Leute, willkommen zurück zu State of Decay. Wir sind noch immer in der Kirche unterwegs. Ja, da sind wir eigentlich schon die ganze Zeit. Und ich glaube, wenn es wieder Tag ist, werde ich mal hinunterfahren in die große Stadt, um dort die Mission Fremder in Schwierigkeiten abzuschließen. Hey Lily, your folks haven't seen Bill around anywhere, have they? I don't think so. Damn fool's probably drunk up a tree somewhere. But could you have your people keep an eye out for him? He's overdue by an hour. Don't worry about it. I'll alert the troops. Okay. Da hat sich wohl einer irgendwo versteckt. Na, den müssen wir dann suchen, denke ich. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich fahre da mit dem Auto hin. Warte mal, sie sagte eben, als ich das Spiel gestartet habe, dass wir wohl ein Gebäude abgeschlossen haben. Ich weiß nicht, welches das ist. Können wir jetzt nicht irgendwie was Neues bauen? Was haben wir denn abgeschlossen? Sag mir das doch mal. Ein Schalli, selbstgemachte Böller, Feuerfallen, was können wir hier? Autoreparatur. Ach so, genau, das war's, die Autoreparatur. Und hier Sprengstoff und Brandbeschleuniger. Aha. Sprengstoff und ungewollte Explosion. Ich glaube, ich nehme aber das hier für die Autos. Das scheint mir noch ein bisschen sinnvoller. Ich mache mir noch mal ein paar Schallis. Ist immer besser, wenn ich hier leise unterwegs bin. Ja, den lasse ich mal stehen, denn der ist schon ziemlich kaputt. Kaputt! So, und dann fahren wir jetzt erstmal runter und schauen mal bei den. Hoppala. Na, dann machen wir es halt mit dem. Ja, auch Okay. egal. I hear ya. Ups. Gerade mal ein Stück hängen geblieben. Ja, ich weiß, die Nacht ist etwas. Oh, hi. Na, meine Schützen, die machen das schon. Die Nacht ist etwas dumm zum Erkunden, denn man sieht halt buchstäblich nicht mal die Hand vor Augen. Es ist wirklich so. Ich mache das für euch noch ein ganzes Stück heller. Also ohne das Auto hier würde ich die Straße nicht sehen. Ohne das Scheinwerferlicht. Any idea who's behind it? I don't know. Could be the old lady that volunteers at the cat rescue. Or ooh, the Meals on Wheels guy. He's got a van and everything. Or, and this is totally speculation here, it could be the known felons who live just outside of town. Yeah. It might be time I had a little talk with the Wilkersons. Might want to ask Job about it. Mickey's got that temper. I'd hate to think how he'd respond to an accusation like that. Okay. Die Wilkersons, okay. Aber ich rede erstmal mit Daisy. Psychopathin. Ex-Radler. Ja, legen wir los, komm. Let's move. Gibt's hier noch was zu plündern? Das muss doch eigentlich, oder? Zumindest wird's angezeigt. Da hinten kann ich mir nicht vorstellen, dass hier noch was ist. Wo können wir hier was plündern? Hier vielleicht? Ah, ja, guck mal, im Scheinwerferlicht. Nee, das ist nur für die Fenster verbarrikadieren. Scheinwerferlicht sieht man das so. Ja, im Scheinwerfer. Im Licht der Taschenlampe sieht man das so dumm. Ob es hier was zu plündern gibt. Gibt's hier was? Da musst du irgendwo. Nö, Leute, ich sehe hier nichts, aber es. Das Spiel sagt mir, hier ist was. Na egal, komm, wir gehen erstmal den Zombie töten. Schauen wir mal. Ach, der ist direkt neben dran. Was? Das sind ja ganz viele. Zombie, Zombie, Zombie. Na komm, die lassen wir mal. Ich hoffe mal, die haben mich jetzt nicht bemerkt. Nein, die sind nur wieder scharf aufs Auto. Wie so oft. Zombies on our left. Wie so oft. Wo ist er denn? Ich sehe da keinen Zombie, Daisy. Oh, aber ich höre sie, umso besser. War das nicht das Haus, in dem sich die Militärs hier eingebunkert hatten? Ich meine ja, oder? Oh. Wow. Alter, wie sieht der denn aus? Ah! Nein, nein, nein. Ach, das ist wieder so einer hier, ne? Die hatte ich doch im Angezockt schon mal gesehen. Na, sehr schön. Bam. Ach, das war's schon. Na gut, ich dachte eigentlich, da kommt jetzt noch mehr, aber die liebe Daisy ist wohl der Meinung, dass es das schon war. Na gut, ich habe eigentlich gedacht, da sind noch mehr Zombies. Nichts gefunden. Na super. Hat sich ja voll gelohnt mal wieder. So, ich werde aber. Wo ist denn Daisy hin? Die ist jetzt einfach abgehauen, oder wie? Naja. So, wo sind. Ach, da. Das sind die Typen, um die ich mich jetzt kümmern soll? Die Wilkersons? Die haben mir doch erst geholfen. Oh. Die haben mir doch erst geholfen, Here's das an Ding. open message to any survivors in Trumbull Valley. Marshall Municipal Courthouse is a safe place. Alter We have Schwede. food, security and shelter.
Provided you're willing to obey the law and contribute to society, you're welcome to join us here. Okay. Ich mache meine selbstgemachten drauf. Ich glaube, der improvisierte sind 10 oder so nur, aber... Ja, wunderbar. Oh oh. Oh oh. Ja, dann gehe ich mal zu den Wilkersons. Ich glaube, das kann ich mir noch in der Nacht erlauben. Uiuiui, schnell. Diese Zombieherde, darauf muss ich immer ein bisschen achten. Wenn die mich erwischen, dann ist vorbei, Leute. Ich glaube, da komme ich da nicht mehr so schnell weg. Ihr habt gesehen, die letzten Male, wie flott das geht mit der Lebensenergie. Oh, da ist schon wieder eine. Sag mal, überall sind sie auf einmal. Anfangs war das, glaube ich, noch nicht so schlimm. Mittlerweile findet man die überall, diese blöden Zombie-Horden. Und wenn die dann, ja, auch vors Auto rennen, dann habe ich da auch nicht mehr viel Spaß. Da muss ich da extrem aufpassen, dass meine Karre nicht irgendwann kaputt geht. Mann, Mann, Mann. Aber das ist auch andererseits eine sehr gute Möglichkeit, um die sehr schnell auszuschalten, nicht wahr? Einfach mal durchfahren und dann Zombie-Horde vernichtet. Ich habe auch erst ein Achievement bekommen. Ich frage mich wirklich, ob das mit Absicht so schwer ist. Ich habe mir die jetzt nicht angeschaut. Das ist ja immer so eine gewisse Gefahr, dass man sich das spoilert. Ihr kennt das. Wow! Ja, und da war sie wieder, eine neue Zombie-Horde. Von wegen, ja, hier Dings, das und das freigeschaltet. Und das heißt dann zufällig genau wie eine Mission. Nein, die kommen jetzt echt nicht hinterher, oder? Oh nein. Oh nein. Oh nein! Bleibt doch weg, ihr blöden Viecher. Anschuldigungen. Ihr macht die mal kurz da weg und, ja, die kommen jetzt ernsthaft hier rauf, ne? So. Oh nein. Geht doch weg. Nicht, dass sie den Tod beißen. Ich meine, so schlimm wäre es jetzt nicht, aber... Was? Also schön hier. Finish him. Zombie-Horde getötet. Naja. So geht's ja auch. Oh, hi. Reiß mal die Tür nicht so auf. Du erschreckst mich gerade so ein bisschen. Mal gucken, ob ihr was Neues habt. Letztes Mal... jetzt haben sie ganz viel Zeug. Das ist ja gut. Molotovs. Ich habe nur 390 Einfluss. Ich dachte eigentlich, ich hätte mehr, aber ich hole mir mal ein paar. Was haben wir hier noch an Moon? Ja, komm, ein bisschen was kann ich mir holen. Und dann lasse ich das auch mal wieder, weil ich habe schon 300 los geworden oder bin 300 los geworden. 100 an Einfluss. Ich habe noch 300. Blablabla. Was rede ich denn da wieder? So. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt gegen die Jungs kämpfen muss. Da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. We've been hearing some rumors on the CB. People out looking for supplies, getting robbed. Stuff like that. I see. And you're the law on this matter, are you? More like a concerned citizen. Well, your concern is noted. But we haven't had any problems here. We look after our own. And you wouldn't know anything about this, would you? Take a walk with me, will you? Let me see if I can't explain how things are. Funny thing about people. They don't much like to challenge their assumptions. Mm-hmm. Now, me and my brother, we've done pretty well for ourselves in all this. Other folks see that, and, well, it is in the character of very few men to honor, without envy, a friend who has prospered. Aeschylus said that. And an envious man is a man who will spread rumors about his neighbors. Right. Because normally, gun-running moonshiners are such upstanding citizens. Because we're businessmen. It's all about seeing the long game. Rob a man. And he'll give you what he's got in his pockets. You sell him what he wants, though, what he needs, and he'll keep on coming back to give you everything he has. Did Aeschylus say that, too? Here, let's ask Mickey. Okay, ich vertraue denen nicht so ganz, dass die... guck mal, Schnaps brennen tun sie auch. Our friend here is curious if we've been stealing from our fellow survivors. Seems there are rumors to that effect. Shit. We was, wouldn't be anybody to spread no rumors. See? Nothing to it. Now why don't you run along, and if we hear anything, you'll be the first to know. Aha. Nicht, dass ihr mir jetzt ins Kreuz schießt, Leute. Sonst werde ich stinkig. Dann schieße ich nämlich zurück. Oh Mann.
Nee, ich glaub da nicht so dran, dass die so freundlich sind. Diese Hinterwäldler. Hinterwäldler, so. Hinterwäldler, wie komme ich darauf? Achso, ich muss da komplett raus jetzt. Na gut, dann hole ich mir aber noch hier das... Ist da einer? Oder brennt's da? Ist das immer noch das Auto? Was ich da irgendwie vor ein paar Parts mal abgestellt habe. Ja, dann hier hinten habe ich ja noch eine Tasche liegen mit Nahrungsmitteln. Die nehme ich natürlich mit, wenn ich schon mal da bin. Und bringe sie in das Lager. Na, wo ist es denn? Da ist es. Rucksack. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Jo. Roger that. We'll be waiting. Da war schon wieder ein Zombie, aber der hat mich wieder aus den Augen verloren. Ja, diese Pünktchen auf der Minimap, wenn die rot werden, dann wird's kritisch, glaube ich. Und wenn die wieder grau sind, dann, ja, ist okay. Oh, da kommt schon wieder eine Zombie-Horde. Nicht! Ich darf nicht rennen. Naja. Weil wir wissen ja, Geräusche sind schlimmer als... Oder? Waren Geräusche jetzt schlimmer? Oder... Wow. Ja gut, zumindest Sichtradius ist sehr gefährlich. Geräusche waren auch nicht so toll, glaube ich. Job denied it. But I'm pretty sure they know Perfect. Our friends and neighbors. What should we do? I think for now, we just tell our runners to stay extra sharp. We don't want to antagonize the Wilkersons if we don't have to. All right, I'll let everybody know. You watch yourself out there too. Yo, minus 15 Vertrauen, was? Ich meine, es ist doch alles gut ausgegangen. Hassen die mich jetzt, weil ich... Na gut, die Anschuldigung. Ich meine, klar, wenn jemanden beschuldigt, dass er... ja, Leute beraubt und... sonst was macht. Schnaps braut. Na gut, das machen sie ja. Das wissen wir ja alle. Auf jeden Fall, ich werde auch nicht so erfreut drüber. Gebe ich zu. Es ist halt doof. Trotz allem. Hm, ja. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wo hatte ich hier noch Baustoffe? Ich brauchte noch Baustoffe, dann kann ich mir nämlich die Werkstatt aufrüsten. Vielleicht kann ich dann noch meine Autos upgraden, weil ich hab, glaube ich, mal irgendwo gesehen oder hab mal gehört, dass man sich wohl vielleicht auch so Schaufeln drauf machen kann vorne, um Zombies besser wegzuschubsen. Ja. Da ist schon wieder Jack. Das ist ja lieb. Ja, das sagen sie irgendwie immer. Immer sagen sie das. Aber ja, ich sagte auch schon mal, ich finde das richtig cool, dass man immer was zu tun hat hier. Oh, ich habe nur noch 6 Lebensmittel. Ja, das wird aber Zeit, du. Ich glaube, dass wir den Lebensmitteln eintauschen, das sollte man nicht allzu oft machen. Is it true? Is he like... I'm afraid so. He fought like hell, but there wasn't no recovering from his wounds. Oh. Was it, I mean... Did he suffer? He was unconscious for most of it. Only woke up a couple of times. He mentioned you at the end. Thank you. Ach genau, Eli war ja der Typ, den wir auf der Farm zusammen getroffen haben mit Lillys Bruder. Ja, wie gesagt, ich habe den vielleicht so ein bisschen so eine homosexuelle Beziehung angedichtet. Man weiß nicht, ob es stimmt, aber es hat zumindest so den Eindruck erweckt, oder? Finde ich zumindest. Ah, ist ja auch nichts Schlimmes, aber na, traurig, dass der jetzt gestorben ist. Dieser Eli, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Wer das ist, der da abgekratzt ist und ob der das da irgendwas mit zu tun hatte mit den Jungs. Aber irgendwie, das betrifft einen auch nicht so wirklich, weil das wird ja nur, weiß nicht. Die sind alle weiß nicht. Jetzt will ich mal schauen. Schon wieder Zombiejagd. Gab es hier irgendwo noch Rohstoffe? In dieser alten... Im Lagerhaus, da seht ihr es, Ressourcen. Da wissen wir es nicht, da wissen wir es nicht. Da auch nicht. Ein Haus, eine Baustelle. Da gehe ich mal hin. Da könnte auf jeden Fall was sein. Aber auch da fahre ich mit dem Auto hin. Ja, ich möchte nämlich endlich die Werkstatt bauen. Die finde ich, glaube ich, ganz gut, wenn ich die mal habe. Die hatte ich... Upsala. Schon wieder die Tasten hier verwechselt. Hi. Hat's wieder Peng gemacht. Ach, guck mal, das ist ja gerade hier vorne. Hätte ich eigentlich laufen können, aber ich glaube, auch so geht's schneller. Um einiges schneller. Wow. Die Karre, die ist aber ganz schön flink. Ich wollte eigentlich nur so einen 90-Grad-Bogen fahren und dann macht so ein U-Turn rückwärts. Die Axt ist echt super, Leute. Ich meine, man merkt deutlich, sie ist zu schwach, um sie wirklich auszunutzen.
Aber mit dem Schwung macht das schon Laune, du. Das geht auf jeden Fall. Was? Du bist da verletzt? Warum verletzt ihr euch andauernd? Bleibt da am Lager und lasst mich das machen. Ich verstehe euch nicht, Leute. Die bringen sich andauernd in Gefahr. So, Nuggets. Ja. Oh, ich bin überladen. Ja, aber ich bin ja bald im Lager wieder. Da werde ich auch mal wieder Markus nehmen. Wie? Nichts mehr da. Ey, das ist eine Baustelle und da ist ein Brecheisen. Wollt ihr mich verkohlen? Ja, da hämmert wieder jemand gegens Fenster. So, da wollen wir mal gucken. Dann gehe ich nochmal in dieses Haus. Vielleicht finde ich ja noch Medikamente oder sowas. Oh, da ist schon wieder jemand. Aha. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man nicht im Ducken schießen kann. Man muss immer aufstehen. Oh, oh. Nein. Schwarz. Und. Boah. Das fände ich viel praktischer, wenn ich jetzt im Ducken... Dadurch würde ich auch viel weniger Angriffsfläche und Sicht bieten. Oh. Oh, es splattert immer so schön. Ich mag das. Ich mag das voll. Auch hier ist wieder nichts. In der Küche eventuell. Nö. Hier ist gar nichts hier im ersten Stock. Was ist denn da? Oh, doch hier. Ja, manchmal sind es auch so kleine Schränke, die man untersuchen kann. Earlier today, our scouts informed me that they have identified multiple infestations in the downtown Marshall area. Based on this information and for your own safety, I'm declaring a lockdown, effective immediately and until further notice. This is a matter for the police and they will deal with it. Mhm, wir haben ja schon mitbekommen, was die hier alles machen. Och nö. Und ich finde das so cool, Leute, das ist der coolste Finisher überhaupt. Einfach mal mit Anlauf und Schmackes voll auf die Birne springen. Das ist doch einfach nur herrlich. Richterin Lawton. Ich habe so das Gefühl... Wow. Was ein Zufall, dass hier ausgerechnet was mit Law heißt, oder? Law, das Gesetz. Ja, ich habe so das Gefühl, wir werden sie bald kennenlernen und dann vielleicht für sie ein paar Missionen erledigen. Wow. Achso. Ja, dumme Sache das. Oh, falscher Knopf. Ja, wieder verschiedene Spiele gespielt, ne? Oh, tobsüchtiger gesichtet. Wart, sind das diese komischen Drahtigeren mit der weißen Haut, von denen ich eben einen hatte? Bitte nicht. So, you were up on Mount Tanner the day you found us. Yeah. My dad was up there that day. You know, my dad who's been missing ever since. Anything you want to tell me? Yeah. I guess it's time. Your dad? He didn't make it, Lily. I'm sorry. Thank you. I mean, I kind of already knew, but it's good to hear it out loud. Die arme Lily. Na, jetzt weiß ich es zumindest. Aber ich glaube, das sollte man auch nicht wirklich Leuten direkt auf die Nase binden, die man gerade kennengelernt hat, dass einer ihrer Angehörigen gestorben ist und man vielleicht ein bisschen mit daran die Schuld trägt. Traurig. Aber... Immerhin hat sie es ganz gut aufgenommen. Ich meine, es war abzusehen in dieser Zombie-Apokalypse, oder? So, Markus, du fauler Sack. Geh mal auf. Geht nicht, der schläft halt weiter. Wo ist der tobsüchtige Mensch? Wo ist der tobsüchtige? Ach, den tobsüchtigen Zombie, wer ist das? Ja, steht nicht, wie die Person heißt, der ich jetzt helfen soll. Wahrscheinlich wieder Daisy. Diese olle Psychotante. Ich finde das so lustig, dass man halt direkt weiß, das ist eine Psychopathin. Einfach mal so. Steht halt quasi in den Eigenschaften. Nachdem sie, glaube ich, ein Wort gesagt hat, oder wie? So, links ist rückwärts. Okay. Watch yourself out there. Genau. Mache ich doch. Ja, wie gesagt, wenn man viele Spiele spielt mit Gamepad, dann muss man sich immer erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Nein, ich will nicht in die Zombie-Horde fahren, Leute. Das ist mir zu gefährlich. Habe ich schon mal gesagt. Das ist gefährlich. Und bevor ich meine Werkstatt nicht habe, werde ich das auch bestimmt nicht mehr so oft tun. Aber, gar nicht mal schlecht, die Rolle, du. Na, wo sind sie denn? Hallo? Oh, wie schön. Oh, das war nicht so geil. Ach, das ist Sam, guck mal. Ah.
Jawohl. Ich bin doch schon hier, Sam. Hallo. I think we can eliminate the worst threat. We should get moving. Lead on. Let's move. Okay. Stirb. Ah, das ist so schön, Leute. Ach so, man muss den... Jetzt verstehe ich das auch. Man muss den Zombie suchen. Der ist halt zufällig irgendwo anders. Boah, diese Kack-Zombie-Meute, die kommt halt echt jetzt hier in die Richtung, ne? Furchtbar. Naja. Gut, Leute, ich würde aber sagen, wir beenden den Part. Ist schon wieder soweit. Ging jetzt recht schnell rum für meine Verhältnisse. Für mein Empfinden, besser gesagt. Ja, ich würde mich freuen, ihr lasst mir eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, auch gerne einen Kommentar, warum das so ist. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, State of Decay.